Jetzt kommt eine Frau, auf die ich mich sehr freue. Ihr permanenter Gesichtsausdruck drückt exakt meine Gefühlslage aus, wenn ich denn Gefühle hätte. Sie bezeichnet sich selbst als aggressive Melancholikerin und als kaltherzige Bitch. Dass die sympathische junge Dame aus der Schweiz kommt, ist eher ein Zufall als ein Zusammenhang. Sie gehört zum Ensemble der Heute-Show und ist derzeit mit ihrem Programm unterwegs. Das Programm heißt Brugger passiert. Sie spielt mit sehr großem Erfolg auf internationalen Bühnen. Und wenn wir heute Glück haben, dann lächelt sie vielleicht einmal für uns. Mal ganz kurz. Ich glaube eher nicht. Ich freue mich aber wirklich, wirklich sehr, denn sie ist eine der lustigsten Personen der Republik. Ich würde sagen, auch in Österreich und in der Schweiz. Eine der lustigsten Personen. Freuen Sie sich jetzt mit mir auf die großartige Hazel Brugger! Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Also, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Erstens wäre es komisch, wenn Pierre mich ansagt und dann wäre ich nicht hier. Dann würden Sie sich 4 Minuten lang fragen, was machen diese beiden kleinwüchsigen Chinesinnen auf diesem Shetland-Pony. Das ist einfach das Ersatzprogramm, wenn ich krank bin. Aber also grundsätzlich bin ich sehr froh, dass ich hier bin. Das heißt ja, dass es mich gibt. Ich bin sehr überrascht, dass ich der Mensch bin, der bei diesem Zeugungsakt rausgekommen ist. Das kann nicht beabsichtigt gewesen sein. Ich bin sehr froh, dass ich, also jetzt nicht in Baden-Baden, das ist okay. Ich finde es nicht schlimm für die, die zu Hause nicht in Baden-Baden sind. Es ist okay, dass sie nicht da sind. Es ist auch okay, dass wir hier sind. Das ist nicht schlimm. Ich finde es immer blöd, wenn man irgendwo hingeht und dann erstmal sagt, wie scheiße der Ort ist, wo man ist, weil sie sind ja alle von hier. Sie wissen ja, dass es scheiße ist. Also, es ist ja niemand hier, der seit 52 Jahren hier wohnt und dann sage ich, Baden-Baden ist ja voll der Piece-of-Shit-Ort. Und dann sagen sie, boah, stimmt, krass, ja, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sondern sie sind von hier, sie wissen das, dass es schlimm ist und das ist okay. Also auf eine Art hat es sogar was Schönes, dass sie aus Baden-Baden kommen. Weil erstens ist jeder andere Ort geil. Also es ist einfach für sie... Für sie ist es kein Aufwand, Urlaub zu machen. Also sie können einfach sagen, Schatz, komm, wir gehen in die Flitterwochen nach Villingen-Schwenningen. Ich habe gebucht, es wird der Wahnsinn. Und zweitens haben solche Orte wie Baden-Baden oder Gaggenau, also einfach so, ich war noch nie dort, es klingt mega schlimm. Also es gibt eine Herdfirma, die so heißt. Das heißt, die Person, die in Gaggenau einen Herd entwickelt, ist so uninspiriert, dass sie einfach sagt, ich sitze in Gaggenau, ich habe gerade einen Herd entwickelt, ich nenne ihn Gaggenau. So, also es sagt auch was über die Leute aus, die dort leben und hoffentlich dann auch bald sterben. Aber einfach, wenn sie an einem Ort sind wie Baden-Baden oder Gaggenau, dann hat das so eine philosophische Schönheit, fast schon was Poetisches, weil das Orte sind, die gar nicht erst versuchen, davon abzulenken, dass das Leben im Kern komplett sinnlos ist. Also solche Städte wie Rio, Tokio, Zürich, also einfach so Städte, die wirklich cool sind, die sind 24 Stunden am Tag damit beschäftigt, davon abzulenken, dass das Leben scheiße ist und komplett zwecklos. Und Orte wie Baden-Baden sagen, Ablenkung, Bildung, Kultur, nein, danke. Und deswegen ist man viel näher am echten Leben an diesen Orten. Und in New York bringt man sich erst mit 30 um und in Gaggenau und Baden-Baden schon mit 5. Deswegen ist jede Person, der man hier auf der Straße begegnet, die 5 Jahre oder älter ist und noch lebt, ist eine wahnsinnig starke Person charakterlich oder sie checkt's einfach nicht. Und das ist ja beides okay. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier bin. Sie haben es wahrscheinlich als erstes gesehen, als ich hier reingeglitten bin. Ich bin wahnsinnig symmetrisch. Also es ist fast schon irritierend, mit was für einem Level an Symmetrie ich auftrete. Ich stehe immer extra so ein bisschen schräg, dass ich sie in ihrer eigenen Imperfektion nicht zu tief zerrütte. Aber ich bin sehr symmetrisch, habe mir auch das Bindegewebe ein bisschen schwächen lassen, einfach damit ich nackt nicht allzu gefotoshoppt aussehe. Die Männer fragen sich jetzt, Binde was? Mach doch einen Tampon rein. Aber kleiner Männer-Frauen-Humor ist einfach gut für deutsches Fernsehen. Aber ich war ein Kaiserschnitt-Baby. Ich habe mir das nicht mal ausgesucht, dass ich so symmetrisch bin. Es war eine wahnsinnig angenehme Geburt. Ich stelle mir eine Geburt sonst sehr schwierig vor. So eine normale, also man sieht ja manchmal so normal geborene Leute und denkt sich so, wow,
Ist das Kunst? Darf ich lachen? Was ist da perspektivisch herausfordernd? Wie so ein Picasso-Gemälde, zwei Augen auf der einen Seite, der Rest vom Gesicht auf der anderen. Und ich glaube, eine Geburt ist ein bisschen so, dass man zu Hause sitzt und an nichts Böses denkt. Und aus dem Nichts heraus kommt irgend so ein Bastard ins Wohnzimmer geschlichen und schmeißt einem einen 85 Kilo schweren, rasierten Bernardinerrüden auf den Teppich und sagt dann so, Frau Brugger, also sagt er nur, wenn sie auch so heißen, das sagt er nicht jedes Mal, das wäre mega gestört, sagt dann so, Frau Brugger, diesen Hund stellen Sie jetzt bitte raus in den Vorgarten. Dann würde ja jeder normale Mensch einfach die Haustüre öffnen, sagen, Hund, du gehst jetzt nach draußen. Und niemand würde 33 Stunden lang unter Schreien und Schwitzen und Bluten versuchen, diesen Hund durchs Katzentürchen zu pressen. Ist auch der Grund, warum Männer mehr Humor haben als Frauen. Also ich finde, das ist ein komisches Vorurteil, dass man immer, ich werde immer gefragt, wie ist das so als Frau in der Comedy-Szene? Es ist okay, ich merke es fast nicht. Also einmal im Monat ist es halt ein bisschen doof, dass ich auf meinem eigenen Menstruationsblut ausrutsche auf der Bühne. Aber sonst, es ist okay. Man kann das üben, dann skatet man so rein. Und sie sind so leicht zu beeindrucken in diesen Baden-Baden. Ich kann gar nicht skaten. Aber ich glaube, dass Männer tatsächlich mehr Humor haben als Frauen. Also es gibt prozentual mehr aktiv lustige Männer als aktiv lustige Frauen. Vielleicht sagen sie jetzt so, nein, meine Freunde. Sie klingen übrigens in meinem Kopf alle genau so. Aber vielleicht sagen Sie jetzt, nein, in meinem Freundeskreis, in meinem Volleyballclub in Bad Gackihausen. Es kann sein. Es kann sein, dass Sie mehr lustige Frauen in Ihrem Freundeskreis haben als lustige Männer. Dann sind Sie einfach mit Psychopathinnen befreundet. Das ist kein Problem, aber Sie müssen es mit einberechnen, weil es stimmt. Man hat auch Umfragen gemacht. Es sind sehr unterschiedliche Auffassungen davon, was es bedeutet, Humor zu haben, wenn man ein Mann ist, wie wenn man eine Frau ist. Also Wissenschaftler haben alle Geschlechter befragt, sie haben Männer und Frauen, es gibt ja alles, ist ja auch cool, Delfin, Kühlschrank, Mayonnaise. Aber sie haben sich auf diese zwei fokussiert und gefragt, was ist das Wichtigste an einem Partner oder einer Partnerin. Und 95% von allen haben gesagt, das Allerwichtigste ist Humor. Das hat aber was total Unterschiedliches bedeutet, wenn das ein Mann gesagt hat, wie wenn das eine Frau gesagt hat. Wenn die Frau gesagt hat, sie hätte gerne einen Mann, der sie zum Lachen bringt, hat sie gemeint, eben ein Mann, der sie zum Lachen bringt, bedeutet Humor. Und wenn der Mann gesagt hat, er hätte gerne eine Frau mit Humor, hat er gemeint, eine Frau, die über seine Witze lacht. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich mich in dieser Statistik wiederfinden soll, aber ich sitze jetzt einfach alleine zu Hause und lache über meine eigenen Witze. Und der Sex ist fantastisch. Auf jeden Fall, glaube ich, dass so viel mehr Männer so viel mehr Humor haben als Frauen, weil sie von Tag 1 an aufwärts, also von Baby Brotalter, also sie sind dann so groß wie ein Brot und können genauso viel, deswegen nenne ich das so, werden sie jeden Tag von ihrem Leben mit dem witzigsten Bild der Welt konfrontiert. Unerregierte Penisse. Und ich finde, es wird viel zu wenig darüber geredet, was für ein fantastisches Geschenk unerregierte Penisse sind. Also man sieht die ja nie im Fernsehen. Und man sieht die ganze Zeit unerregierte Brüste. Deswegen wünsche ich mir, dass man das mehr sieht, weil ich glaube, so ein unerregierter Penis ist ein Geschenk. Also wenn es einen allmächtigen Gott und Schöpfer gibt, der uns alle kreiert hat, dann ist der unerregierte Penis seine Art, uns mit einem Augenzwinkern zu zeigen, dass er ein cooler Typ mit einem guten Sinn für Humor ist. Weil es kann gar kein Zufall sein, dass wir alle unseren Ursprung haben in so einer kümmerlichen Fleischpatrone. Ein unerregierter Penis sieht ein bisschen so aus wie ein kleiner Mann, der eine Geschichte erzählt und die Geschichte ist nicht gut. Also stellen Sie sich vor, man hätte Pierre M. Krause sehr heiß geduscht und ihm dann mit einem Skalpell die Wirbelsäule amputiert. Und jetzt steht dieser kleine Mann so an einem Bahnhof. Warum nicht gar genau? Also so einfach so ganz kurz vor dem Suizid. Und er steht jetzt da, er ist frisch geschieden. Und hinter sich her, also er ächzt so und stöhnt. Und hinter sich her zu allem Überfluss, also seine Klamotten sind viel zu groß, sein Körper ist zu klein. Je nach Religion trägt er noch einen Rollkragenpullover. Und hinter sich her zu allem Überfluss schleift er noch so zwei mega überfüllte, ausgeleierte, abgewetzte, lederne Müllsäcke her. Und er wartet darauf, dass irgendjemand ihn respektiert und
dann ist ja klar, dass Männer mehr Humor haben als Frauen. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass auch Frauen sich einfach jeden Morgen nach dem Aufwachen 10 Minuten lang einen unerregierten Penis vors innere Auge rufen. Und also jetzt bin ich nicht mehr in der Rolle. Nicht, dass Sie sich jetzt fragen, so, puh, jetzt freut er sich aber. Aber ich setze mich jetzt dorthin und ich bitte Sie zu klatschen, weil sonst ist es mega unangenehm, wenn ich mich da hinsetze und Sie nicht klatschen. Das war ein sehr, sehr lustiges Video. Das hier ist übrigens auch ein sehr, sehr lustiges Video. Und hier kann man den YouTube-Kanal der Pierre M. Krause Show abonnieren. Das ist unglaublich, was da... Ich habe keine Ahnung. Probiert's aus und schreibt mir einen Brief, was ihr so alles gefunden habt an lustigen Videos im YouTube-Kanal der Pierre M. Krause Show.